Einen wunderschönen guten Morgen hier auf meinem wunderschönen kleinen Kanal. Irgendwann im letzten Jahrtausend hat man mich mal auf den Namen Maverick getauft. Und wir spielen gemeinsam Fallout 3. Sind jetzt in der letzten Folge ein wenig durch die Hauptstadt gelaufen auf der Suche nach Rivet City. Gefunden haben wir Rivet City leider noch nicht. Aber wir sind bei einem interessanten Genossen namens Dukov angekommen, der hier mit sehr viel Alkohol und zwei netten Damen sich in einem Haus verschanzt hat. Mal gucken, was das hier heute noch so bringt, wo wir landen. Ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß beim Video und auf geht's. Hallo? Hey Phantasia, Das tschüss Schätzchen, jawohl. Ist das hier so eine Hardrocken-Bühne oder was? Ja, von mir aus. So. Gehen wir mal hier hoch. Was gibt's denn hier Schönes? Nischt. Flaschen, Flaschen, Flaschen. Haben Sie Dukov. Jerry gesehen? Ich bitte Okay, ja. Bobblehead oder so ein Scheiß? Nee, wa? Nuka-Cola Quantum. Er sieht mich ja eigentlich nicht, ne? Nö. Nuka-Cola Quantum ist teuer. Da kriegst du ein paar Caps für. Ein paar mehr. Ach so, guck an. Aha. Seine Lava-Statue, wa? Naja. So. Wenn hier jetzt so eine Karawane ist, hier sollen noch Karawanen unterwegs sein, sagte der Mod doch, oder nicht? Habe ich noch, oh, zwei Sword of Shotguns habe ich jetzt. Ah, kann ich noch nicht, okay. Noch ein Stimpack irgendwo? Hätte ich nicht gerade irgendwo ein Stimpack geklaut? Habe ich nicht? Shit. Aber ein Radex und ein Radaway kann nicht schaden. Ach, verdammt. So. Ja, jetzt so eine Karawane, die mich irgendwie mal mitnimmt, ne? Ich muss echt da wieder nach hinten. Hui, ja. Echt viel in die Richtung, ne? Ich hoffe mal, dass die Raider noch nicht respawned sind. Das sieht aus wie eine Karawane. Könnten aber auch nur Traveler sein. Hallo! Was geht hier drüben vor? Ja, makes perfectly sense, was er da vorhat. Planscht da mal fein durch. Was haben wir hier? Keep your weapons holstered. Holztritt. Holztritt? Holztritt. Hier ist doch nichts respawned, ne? Nein, die liegen hier noch alle tot rum, das ist gut. Na, dann laufe ich jetzt auf dieser Seite mal da runter. Und gucke, dass ich vielleicht mal nach Rivet City runterkomme. Er könnte ein Trader sein, oder? Ja. Ich muss sie vorlesen. Unseren Berichten aus den heiligen Se Hallen des Tern versucht eine Gruppe. Er kann fast alles flicken. Er kann gar nichts flicken. Der Witzbold. Die High Power kann er mir flicken. Ja, das bringt mir nicht viel. Ich könnte ihm was verkaufen. Blemco Mac and Cheese, ein Bleistift. Zigaretten, Zigaretten. Okay, die will er nicht kaufen. Okay. Konduktor. Ja, weg damit. Cup. Weg. Zwei leere Flaschen. Finance Care. Hier, ein paar. Halt, stopp. Die ist schon wieder zu teuer.
Das Ding auch. So. Da vorne sitzen hier die komischen Brotherhood of Steels. Aber wo ist denn von hier aus? Da ist Rivet City. Kann das sein? Wir gucken uns hier mal um. Rivet City ist, glaube ich, oben. Ich glaube ja. Aber. Oder da hinten um die Kurve, das könnte auch sein, aber da komme ich nicht rüber. Oder? Nee, da komme ich nicht sinnvoll rüber. Da brauche ich gar nicht hingehen, da steht ein Supermut. Da ist Rivet City, da ist der scheiß Flugzeugträger. Siehst du wohl. Laufe ich jetzt im großen Bogen hier rum. Und dann gucken wir mal. Das wird da, guck mal, hier stehen noch ein paar Schilder. Pirate Paley. Boats and Eats. Boats and Bait. Und warum ist hier keiner? Klatsch! Pre-War Money, das interessiert mich nicht wirklich. Red Rider BB Gun, das ist eine seltene. Pack of Cigarettes, First Aid Box. Diazepan, ist es Diazepan nicht? Das sagt mir irgendwas. Das ist doch eine Beruhigungszeug, oder? Meine ich. Ist das nicht so ein ganz starkes? Oh, Rad war nicht gut, das war doof. Naja. Kann man mit dem Boot wegfahren? Nee. Egal, aber wir sind immerhin schon mal bei Rivet City fast. Hatte ich nicht gerade irgendwo ein Stimpack gekriegt? Nee. Right away hätte ich. Schade, das muss ich bloß hoffen, dass mir hier keiner auf den Sack geht, während ich auf dem Weg nach River City bin. Zumindest nichts, was mir über ist, dass ich da heile hinkomme. Oh, die Pixel da vorne, das bedeutet gar nichts Gutes, das ist eine Supermutantenlager. Gucken, dass ich da dran vorbeikomme, irgendwie unten. Vielleicht geht das ja. Ist irgendwie hier zwischendurch. Ist da eine Verbindung? Also halbwegs, ne? Bisschen schnell drumrum. Ja, im Wasser längst, bevor sie mich sehen. Wenn sie mich sehen, bin ich tot. Ich brauche ganz dringend
Rivet City, da sind wir doch schon. Siehst du wohl. Die Stadt der Nieten. Gucken wir mal, hier sind ein paar Brahmins. Garrett. Ich muss mir einen Weg machen. Sehr schön. Also hier stehen tatsächlich ein paar. Gut. Siehst du, da war dann schon Supermutant. Was hat er denn mitgebracht? Eine Combat Shotgun. Hat sich gelohnt. So. Willkommen in River City. Bitte warten, die Brücke wird ausgefahren. Yes, sir. Keine Bewegung. Welche Geschäfte? Und wer soll Ihr Vater sein? Aha. Ach ja, wenn Sie weiter so ein... In Ordnung, Sie können... Ganz schön große Fresse. Was ist hier? Tromba delle Scale? Was ist das denn? Da gehen wir jetzt hin. Hallo. Tromba delle Scale ist bestimmt, Treppenhaus. Denke ich mal. Bridge Tower, Capital of the Mighty Rather Science Lab. Ponte di Coperta. Warum zum Teufel ist mein Flugzeugträger auf einmal auf Italienisch? Ich würde es ehrlich gesagt gar nicht wissen. Hallo Traveler. Ah, ich gehe mal weiter, ne? Tschüss Traveler. Science Clinic. Ich suche nach Störenfrieden. Sind hier irgendwelche? So. Science Lab. Klinik. Weniges zu. Achso, das ist Dr. Lees Tür. Was ist denn die Klinik? Dr. Prestons Tür? Das ist die Klinik hier. Ja. Hey, Dr. Preston. Ja, das ist schön. Kannst du mich an der verstehen? Nur 100 Kronkorken. Ja, hier sind 100 Kronkorken. Sind Sie Arzt? Ich brauche Hilfe. Here's your money. Arschloch. So. Na also, war ja nicht so schön. Der hat mich bestimmt vergewaltigt, während ich, passen. Während Sie ich, gedings wurde. Was kann ich für Sie tun? Wenn er mich sediert hat. Kommen Sie ja. Also, wenn Sie irgend. Sie ist bewusstlos, okay. Gut, wo war Marketplace? Da hinten. Was hier? Also, so tough sehen Sie auch nicht aus. Man nennt mich Sister. Machen Sie sich über mich lustig? Sie ja, ich mach mich über dich lustig, mein Freund. Weil du Sister heißt. So, ein bisschen was ver... Es war ja eigentlich nur eine Frage der Zeit. Bis es passiert. Zack. Also, dass das Spiel abstürzt. So, da ist es wieder. Ja, wir wollen weiterspielen. So, wo sind wir jetzt hier? Wir kommen gerade von Tromba de Scale. Science Lab, The Weatherly Hotel. Marketplace. So, mal gucken, ob der Marketplace jetzt jedes Mal abstürzt. Hopp. Nein, er funktioniert. Gut. Ach genau, das war ein Flugzeughangar. Stimmt, da war was. Hallo. So. Hallo. Ja. Die ist aber sehr alt. Traveler. Flag. Das hier ist das Waffengeschäft. Ja, ja. Die wirklich gute. Ü
Das sieht doch schon eher so aus, oder? Die Combat Shotgun soll noch mehr Heile machen. Die Hunting Rifle auch. Die Sten soll noch mehr Heile machen. Mein Baseball-Bat soll er Heile machen. Und mein Helm. Hallo. Ja, ja. Ich hoffe, Sie. Die Leute nennen mich. Ja, ja. Von denen habe ich. Was du? Ich möchte Kriegsgerät kaufen, genau. Waffen. So. High Power kann weg. Die abgesichte Shotgun können beide weg, weil die hier ist besser. Die Scorpio ist runter. Ah, okay, die schießt aber auch 32, genau wie Hunting Rifle, ne? Dann kommt die Scorpio weg. Switchblade macht 19, Baseballschläger macht 29. Weg damit. Kleidung. EGG kann weg, das kann weg. Die Jumpsuits behalte ich. Wasteland Wanderer, das kann auch weg. Was haben wir noch Schönes? Das kann weg, das kann weg. So. Gut. So. Gut. Was kaufen wir denn mal Schönes? Ja, noch nicht. Irgendwas Interessantes brauchen wir. Assault Rifle kriegst nicht genug Money für. Munition 3006 habe ich nichts passendes. Ich könnte mal, wobei Munition verkauft man nicht, das macht man nicht. Mal 19. Okay, wieder 86 Korken für haben. Vergiss es. Shotgun Shells sind noch teurer. 3006, 32er. Das könnte man schon eher nehmen. Das passt auf die Hunting Rifle nämlich drauf. Ja, machen wir mal so. Zack. Beenden. Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie kommen. Zack, ich gehe. Ja, ja. Wir planen keinen Einbruch. Ja. Traveler, Traveler, Traveler. Hallo. Wie geht's? Yo, Seagrave. Was? Wenn Sie hier nur. So. Ich suche nicht Quests. Nee. Darf ich mich Ihnen vorstellen? Ich habe mein. Gourmet-Koch und, ja. Von mir. Meierlerkuchen. Angela Stelly. Mr. Lopez. Sie habe ich noch nie. Niemand kann. Oh. Ja, ja. Was geht hier drüben vor? Ich mach dich tot, das geht hier vor. Ach nee, darf ich ja nicht, ne? Geländer auf dem Flugdeck an. Das ist der Quick Fix. So heißt. Nein, nein. Er ist ein Hoffnung.
Er ist irgend... Hallo. Haben Sie noch genug für... Mist. Genau, was in diesem Loch noch gefehlt. Gib mir entweder einen aus oder... Ich glaube, Sie... Hier ist es. Hier sind wir in Sicherheit. Lassen. Willkommen im Potomac Attire. Ich, Stadtrat. So, ich... Dr. Lee, Chief Huck, ich bin sehr einflussreich, wenn Sie... Er ist sehr einflussreich. Sie kennen ihn also? Sehen Sie, er ist ein zwielichtiger Geselle. Naja, sag... Bis ja, okay. Hallo. Ja? Okay, ich habe gerade ein Sunglasses-Set installiert. Ich habe so das Gefühl, dass Sie Sunglasses verkauft. Jo. Sie hier in neuen Stand, wa? Schön. Da ist ein Kind vom Deck gestürzt. Oh Gott, oh Gott. Ja. Komm. Ach, warte mal, vielleicht kann ich dem anderen ja auch noch was, dem Seagrave. Vielleicht kann ich ja ein bisschen in beide Richtungen spielen. Oh, hier ist eine Dings. Weapon Modification. Your currently equipped weapon cannot be modified. Hatte ich nicht gerade irgendwo... Ich hatte doch irgendeine Weapon Modification gefunden, oder? Da. Das wollte ich doch nicht wegschmeißen, verdammt. Autofire Mechanism. Ich glaube, der kann hier drauf. So. Okay. ...1250 Autofire Shotgun. Die wird natürlich jetzt Muni durchblasen ohne Ende. Gate Bridge wollte ich eigentlich nicht hin. Genau, wo ist Mr. Holmes? Da ist Mr. Holmes. Warum? Ach, weil ich den scheiß Kit da geklaut habe. Ja, okay. War vielleicht nicht so clever. So, dann machen wir das jetzt erst. Und zwar würde ich sagen, dass wir die... Dann sprechen wir mit ihm hier. Willkommen im Potomac. Achso, ich muss wahrscheinlich erst mit ihm sprechen, ne? Sehen Sie sich um. Ich. Ihm den Sitz klauen. Er ist tot. So. Haben Sie etwas gefunden, das. Gut, dann müsste die jetzt ja... Ja, tut sie. Sehr schön. Cool, gefällt mir. Jetzt muss ich mir irgendwo noch ein... Wer ist er? Achso, Sicherheitspersonal. Seagrave Holmes Tür, da müsste ich nachts mal beigehen. Diego! Mestina. Die Spen... Pater Clifford ist der Priester. Okay. Die Kapelle ist vor... St. Monica hat die Seele. Jetzt ist sie. Sie sollten am Sonntag. Krasser Scheiß, okay. Ja. Ich bin Pater Clifford. Hallöchen. Sie ist die Schutzpatronin aller verirrten Kinder und bei den Gläubigen von Rivet City sehr beliebt. Aha. Falls Sie Ihre Geschichte hören wollen, sie wird am Sonntag das Thema meiner Predigt sein. Aha.
Mr. Lopez will sich umbringen. Früher stand er den ganzen Nachmittag auf dem Observationsbalkon. Ich muss gehen, Pater Clifford. Gut. Hallo. Ich bräuchte mal irgendwas, wo ich mich kurz hinlegen kann, zu knacken. Ja. Oh, der G-Man ist auch da. Tschüss. Rise and shine, Mr. Freeman. Rise and shine. Alle P51. Cool. Warum hängt hier eine P51 und draußen stehen US-Kriegserklärung in Deutschland? Was? Teil einer Sammlung. Eine Kopie der Familie. Okay. Ich habe gehört, dass der Stadtrat darüber diskutiert, Geländer auf dem Flugdeck anzubringen. Ziemlich beeindruckend. Jo, absolut. Ha, jedes Du. Leider aber fehlt. Das wichtigste Stück fehlt. 1776. Ja, die Unabhängigkeitserklärung. Bla bla. War irgendwie klar. Tut mir leid, der... Die... Oh, ich bin... Ted Strayer. Ted, was... Jetzt hier. Courage today, victory tomorrow. Yes! Eigentlich möchte ich gar nichts createn gerade. Tut halt nicht not. Ja. Wo geht's hier? Abraham Washington Tür. Threadix hat nachgelassen. Ich muss dringend irgendeinen Schlafplatz finden, dass ich mich hier ein bisschen dingsbumsen kann. Hä? Ach, da hinten war die. Entschuldigung. Zu schnell gewesen. Da wollten wir durch. Hier wollten wir durch, da wollten wir durch. So. Science Lab. Gehen wir mal ins Science Lab, mal sehen, was es da gibt. Wird mir doch helfen können. Für das Vor. Hey, Sie, es kann man ihr. Direkt zum Kern. Für Sie ist ein Roboter nichts als ein Blech. Verstehen Sie, im Commonwealth stellten wir künstliche Menschen her, synthetische Humanoiden, programmiert um zu... Aha. Und da kann es passieren, dass sie die Dinge verdrehen und... Ist Ihnen nicht klar... Er sucht seinen Androiden. ...etwas Drastisches getan haben. Okay. Das wird nicht einfach. Ja, wir gucken mal. Tut mir leid, das hat... Ich möchte etwas... Ja, ist okay. Vergessen Sie. Ja, ein Blecheimer. Also ein Roboter, der aussieht wie ein Mensch. I have to go now. Hallo. Er ist doch auch einer. Dr. Zimmer auch oder? Nee. Ja. Hallo, Frau Holt. Hören Sie. Jeder, der hier durchkommt, muss an Dr. Das Weatherly. Er stammt aus dem Norden und prahlt immer damit. Die haben den Schuss nicht gehört. Die sind noch... Okay. Ja, schön. Hat er mir gerade gedroht, der Typ? Ich sollte ihn einfach umbringen, oder? Toll, alle Betten gehören irgendwem. Und Scheiß, ey. Ich brauche ein scheiß Bett. Ich will mich irgendwo hinlegen. Fonte Zentrale.
So. St. Monica's Church, Seagrave Homes Tür. La la la, niemand knackt gerade diese Tür. Niemand knackt gerade diese Tür. Niemand hat gerade diese Tür geknackt. Es ist nichts passiert. Es gibt hier nichts zu sehen. Das lohnt sich nicht. Hilfe gesucht und ein Holotape, okay. Wollen wir das Holotape uns mal anhören. Oh Gott. Wir haben uns jetzt bereits zweimal abgewiesen. Wir waren einmal Freunde, ich will unser Produkt in Rivet City. Die Stadt braucht Sklaven. Paradise Falls hat Sklaven zu verkaufen. Ihre Weste ist nicht Eulogy Jones. Ich hoffe sehr, dass das wirklich so ist, denn diese Aufnahme wird uns beide in Gefahr bringen. Ich bin auf der Flucht aus dem Commonwealth. Ich bin ein Androide, ein synthetischer Mensch, ein Sklave. Meine Verfolger kennen keine Gnade und werden vor nichts Halt machen, ihren Besitz wiederzuerlangen. Ich brauche einen Arzt im Gefängnis, um meine Gesichtsrekonstruktion zu unterziehen. Und ich brauche jemanden mit speziellen Computerkenntnissen. Ich muss mein Gedächtnis löschen und mein Gesicht verändern, um ein anderes Aussehen anzunehmen. Okay, also dieser Androide flüchtet und er möchte sein Gesicht ändern und sein Gesicht, sein Dingsbums ändern. Sein Gesicht ändern und sein, oder vielleicht ein wenig Psycho? Interesse, sein Gehirn verlieren, so. Das sagt Cindy auch. Nur wir leben. Machen Sie bitte schnell, ja? Wenn meine Frau Cindy das merkt. Machen Sie bitte schnell, ja? Was habe ich denn noch? Hier ist ein bisschen Psycho. Ja. Hey, wenn Sie daran rumbasteln, haben wir ein Problem. Lohnt sich auch nicht wirklich, ne? Wieso steht hier ein Motorrad drin? Wer ist er? Traveller. Common Room. Common Room vielleicht? Ah, hier, guck mal, hier, kann ich mich hier hinlegen zu knacken? Oh, gehören auch alle irgendwem. Das ist doch zum Ködeln. Keiner gemerkt. Oh. Jedes geknackte Schloss gibt Skillpunkte. Moni, Kronkorken. Das ist Forceps. Schrott, okay. Kühlschrank mit Schloss. Gibt es Dandy Boy Apples wirklich? Für mich klingt das irgendwie wie, als wenn das irgendwie so, ja. Als wenn das der Toyboy wäre. So klingt Dandy Boy irgendwie. Staley. Hier waren wir schon. Da geht's auch noch zum Marketplace. Ich wollte aber noch das blöde Treppenhaus. Wo ist denn das ohne Treppenhaus hin? Science Lab Marketplace. Science Lab. Ne. Auch Science Lab. Ok.
Capital Preservation Society, da war ich schon. Oh, habe ich vielleicht vergessen, ihm unterm Tisch was zu klauen? Und wo geht's jetzt hier wieder raus? The Weatherly Hotel, ne? Dann gehen wir erst zum Marketplace. Okay, ja. Gut, das hätte mir auch mal einer sagen können, dass das hier die Treppe ist. Hätten sie auch mal dran schreiben können, so Stairwell oder so, ne? Aber gut. Haben wir hier? Valve 103, wobei das sind, glaube ich, die High-Res. Texture-Dinger. The Weatherly Hotel. Flag and Shrapnel. The Weatherly Hotel. Da kann ich pennen. Ja. Ist das Weatherly Hotel? Zimmers Hoteltür, Hotelzimmertür. Was ist das Hotelzimmer? Hier Rivet City Market. Nee, ich wollte also, dahin. Da müssen wir Buckingham. Was kosten Zimmer? 120 Kronkorken. Junge, Junge, Junge. Ich hoffe, die Betten sind aus Gold. Ah, schickes Bettchen, ja, doch, doch, doch. So, 2.07 Uhr. Ich würde sagen 19 Stunden, dann ist es 21 Uhr. Achso, 2.07 PM, dann ist es 9 Uhr morgens. Das müsste gehen. Mokvi. Das geht wohl. Hervorragend. So, I slept for 19 hours. Und mein Body ist immer noch schwer beschädigt. Egal. Kann mir nichts anderes leisten. Klinik. Hab ich noch Kohle für die Klinik? Ne, habe ich nicht. Hallo. Sie befinden sich in der Klinik. Tut mir leid. Sicher. Das tut überhaupt. So. So. Ja, ist ja gut jetzt. Darf ich gehen? Danke. Also. Tschüss, Doc. Einer der neuen Einwanderer starb letzte Woche an Strahlenvergiftung. Ja, hab gehört, dass sie Flusswasser getrunken. Ich heiße Janice Kaplinski. Ich suche meinen Papa. Ich hab gesehen, wie er. Sie. Auf Wieder. Schon von dem Kampf im Muddy Rudder letzte Nacht gehört? Ja, ist abgeschlossen. Und ja, ich kann das ungeheure Interesse sehr wohl sehen. Dem Geräusch nach würde ich sagen, sie sitzt hinter der Tür und wartet. Ja, mein Science Lab. Wenn sie nicht da ist, ist sie nicht da. Dann ist das eben so. Bist du Dr. Lee? Nein, du bist auch nicht Dr. Lee. Bist du Dr. Lee? Du bist Anna Holt? Du bist Dr. Lee. Der Zutritt zu diesem Bereich ist verboten. Ja. Geh mir nicht auf die Nerven. Sie sind die Tochter. Aha, sie ist, Sie waren damals zu jung, um sich jetzt noch dran... Ich bin Dr. Madison Lee, vor vielen Jahren. Das hier war meine einzige Option. Mhm. Heißt das, dass Sie sich noch nicht... Sollten Sie nicht so... Ich... Sie haben sich also entschlossen, einen der sichersten... Tja, ich... Ihr Vater bestand darauf, am Projekt Purity weiterzuarbeiten. Ich habe ihm gesagt... Aber natürlich hat er nicht auf mich gehört. Sagte, er kann beweisen, dass es funktioniert. Und tut mir leid. Es ist im Alt. Bitte, folgen Sie ihm nicht. Okay. Das Jefferson Monument Gebäude, das ist das, wo wir eben vorbeigelaufen sind, glaube ich. Da war ja alles voll mit Supermutanten. Also da sollten wir auf unserem aktuellen Level wirklich nicht hingehen. Ponte Zentrale. Capital Preservation Society. Was darf denn sein? Morgen. So. Konnte man von hier aus nicht nach draußen? Das war also Rivet City. Nettes kleines Dörfchen.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Kommentar da, lasst gerne einen Daumen da. Wenn ihr mögt, auch ein Abo, um nichts zu verpassen. Wir werden ja noch weiter reisen. Schaut mir auch gerne auf Twitch zu. Ich streame auch viele, viele, viele andere Dinge, die nicht unbedingt hier auftauchen. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und ciao.